Ja, hallo Freunde der NRW über 18 hier. Ich begrüße euch endlich wieder zurück bei Simon 4, unserem wunderschönen Let's Play. Lange, lange ist es her, als wir hier gespielt haben. Ja, viel zu tun gehabt, ihr kennt es, ihr wisst es. Deswegen fange ich jetzt nicht wieder mit derselben Leier an. Wir sind aber kein Stück weiter, denn ich habe logischerweise nicht weitergespielt. Und der die Waldfee. Wo kommt sie denn her? Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier so alles finden. Du schon wieder. Hoffentlich finden werden, sagen wir es mal so. Richtig, und die hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal geschickt hier für die Großmutter das. Ja, ja. Was machst du hier? Ich stehe hier rum und genieße das schöne Wetter. Was dagegen? Freche Rotzgehörer. Oh, guck mal hier, das Kaninchen. Du hast einen Korb für Großmutter dabei? Ja, leider. Früher hatten wir dafür so einen dummen Dienstboten, der den Korb hinbrachte. Aber der hat sich aus dem Staub gemacht. Ah, ich war also nur ein billiger Dienstbote für euch? Das hätte ich mir denken können. Naja, oder für sie. Ein tolles Skateboard hast du da. Nicht wahr? Sicher möchtest du es dir mal ausleihen. Das ist mal ein freundliches Angebot. Da sage ich nicht nein. Ich würde dir höchstens anbieten, dir damit über die nackten Füße zu fahren. Ich mag das dezente Knacken, wenn menschliche Knochen brechen. Wie nett. Und warum bewegt sie den Kopf immer so komisch beim Reden? Warum spielst du nicht mal mit dem Killer-Karnickel? Irgendwie glaube ich, dass ihr euch gut verstehen würdet. Och, es ist doch so lieb. Ich will's als Haustier behalten. Aber meine Mama verbietet meinem Papa, einen Karnickelstall zu zimmern. Oh, wie süß. Ich wette, es hat dich gern. Zum Fressen gern. Nö, das frisst nur Deppen wie dich. Ich gehe ja schon. Sie will mir ihr Skateboard nicht geben. Da muss ich wohl nachhelfen. Da gibt es doch dieses Märchen, Rotkäppchen und der Wolf. Hey, und ich habe ein Rotkäppchen und einen Wolf. Ich sollte das Märchen einfach nachstellen. Dann frisst zum Schluss der Wolf das Rotkäppchen und ich habe das Skateboard. Aber wie gehe ich das am besten an? Erstmal muss ich dafür sorgen, dass dieses bemützte Biest den Korb zu ihrer Oma bringt. Und wenn ich das hinbekommen habe, werde ich den Wolf irgendwie da vorbeischicken müssen. Ja, so müsste es gehen. Aha. Okay, wir müssen jetzt also ein Märchen nachstellen. Okay, dann erst einmal Marktplatz. Kommen wir auch zu dieser komischen Gosse da? Na, okay. Ich küsse das mal ab. Der Wolf. Jetzt müssen wir ein Märchen nachstellen. Rotkäppchen und der böse Wolf. Das ist mir von Anfang an irgendwie, naja, schon ein bisschen komisch aufgefallen. So Rotkäppchen und Wolf und, naja, da ist er mal. Dann versuchen wir mal unser Glück. Da bist du ja wieder. Wie soll ich denn nun mein Leben umkrempeln? Du könntest mich mal für ein paar Minuten überlegen lassen. Ich komme gleich wieder. Was? Ja, es ist ein Scherz. Ich habe doch gerade mit der Tussi gesprochen. Da bist du... Du könntest mich mal für ein paar Minuten überlegen lassen. Ich komme gleich wieder. Okay. Dann wohl nicht. Dann wohl erstmal zur Großmutter. Vielleicht müssen wir hier was machen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie davon ausgehe, dass die jetzt großartig mit uns reden wird. Ei, da ist... Oh, ich kann es nicht hören. Ah ja, und er hat keinen Fresskopf mehr dabei. Ei, und er hat keinen Fresskorb mehr dabei. So, warum denn nicht? Fauler Bengel. Siehst du nicht, dass ich fast verhungere? Hey, ich bin nicht dein Dienstbote. Den Job hat jetzt dein Enkeltöchterchen übernommen. Na, das wurde auch Zeit, dass die Kleine erwachsen wird. Was? Aber wo bleibt das Mädel? Trödelt nur herum. Genau, du solltest sie dafür mit dem Teppichklopfer verprügeln. Diese Fantasien immer von Simon. Der liebe Simon wollte mal nachschauen, ob die liebe Oma vom großen bösen Wolf gefressen wurde. Ei, zum Glück nicht. Sonst wäre ja hier alles voller Hundehaare. Ei, ei, und schon ist der liebe Simon wieder weg. Impertinenter Lausebengel. Das hat uns nicht wirklich weitergebracht. Jetzt versuchen wir es vielleicht nochmal in der Gosse. Und haben... Da bist... Du könntest mich mal... Kein Erfolg. Okay, also wir haben ein
Hinweis, den wir aber nicht nachgehen können. Das ist hervorragend. Was haben wir denn hier? Reden wir jetzt einfach nochmal mit allen. Hey, Vierauge! Ah, der Zauberlehrling mit dem seltsamen Hut. Was willst du, Kleiner? Ich muss noch was erledigen. Ach. Bis irgendwann mal. So aber nicht. Holzfällerhütte, Trollbrücke. Was haben wir denn hier? Reden wir da vielleicht nochmal. Da ist immer noch die Frau. Skaper ist jetzt hier auch nicht mehr. Ja? Ich halte dich lieber nicht länger. Boah. Will hier keiner mit mir reden? Guten Tag, Simon. Ja, hallo. Hast du eigentlich keine Angst, wenn du dein kleines Töchterlein allein in den Wald schickst? Ach, um meine Lea muss ich mir keine Sorgen machen. Sie weiß, dass sie sich von Fremden nicht ansprechen lassen soll. Außerdem habe ich ihr ein Pfefferspray mitgegeben. Toll. Ich gehe dann mal wieder. Schönen Tag auch. Gut, das, dann versuchen wir es nochmal am Marktplatz. Und dann gehen uns so langsam auch die Orte aus. So, da haben wir Yogi Bär. Yogi Bär auf den... Was macht dein innerer Frieden? Er hat sich soeben in Luft aufgelöst. Oh. Ich gehe dann mal wieder hin. In Frieden oder so ähnlich. Yogi Bär auf den Nägeln. Wollte ich sagen. Buongiorno, ragazzo. Hier bei Giovanni bekommst du die beste Pizza aller Dimensionen. Was willst du bestellen? Tja, ich würde da mal echt gerne Pizza bestellen. Nun rede schon. Was erzählt man sich denn momentan so? Wusstest du, dass wir hier haben Störungen im Raumzeitkontinuum seit kurzer Zeit? Sì, molto terribile. Das tritt seltsamerweise immer nur auf bei dir. Du gehst links um die Ecke und plötzlich, du kommst von rechts wieder her. Verrückt, ja, vielleicht habe ich etwas an die Augen. Hm? Ah ja. Nun rede schon, was erzählt man sich denn momentan so? Sicherlich, du wusstest schon, dass es Drachen geben soll in dieser Gegend? Hm? Erst vor einem Monat zog Siegfried, dein großer Recke, aus, um eins der Bisse zu erschlagen. Und nun rate, womit er kam zurück? Beladen bis an die Halskrause mit sinnlosem Plunder und einem unterschriebenen neuen Handyvertrag. Was muss das sein für eine Bestie? Handyvertrag. Nun rede schon, was erzählt man sich denn momentan so? Na, weil du's bist. Sicher, du wusstest schon, dass wir hatten einen echten Meisterdieb in dieser Stadt vor einigen Jahren, ne? Aha. Überall er hat eingebrochen und immer er nahm nur das wertvollste Stück. Meistens er hat mitgenommen die Kunstwerke, naturalmente. Bei mir er war auch. Er hat meine herrliche Pizzateller hängen lassen an der Wand. Ist das nicht beleidigend, eh? Naja, für einen Pizzabäcker bestimmt. Nun rede schon. Was erzählt man sich denn momentan so? Allora, du kennst diese komischen Brüder, die leben im Wald? Sie sagen, dass sie haben einen direkten Draht zum Jenseits. Ich habe ihnen schon angeboten, dass sie für mich eine Pizza bringen nach unten, zu meinem Großonkel. Hä? Würden sie sich freuen, certo. Hä? Aber leider, wir haben vergessen, ihm zu geben seine Debis. Boah, wie lange geht das denn noch so? Soll das jetzt irgendeinen Sinn machen? Ich gehe dann wieder. Arrivederci, amico mio. Arrivederci. Tja. Ja, dieses Sumpfling-Haus war ja hier. Genau, Clubhaus. Wo wir aber, glaube ich, nicht reinkamen. Hallo, ist jemand da? Hallo? Da schon. Ich möchte rein. Hast du deinen Mitgliedsausweis dabei? Tja, ist bestimmt... Na. Ich gehe dann mal. Wir hatten das doch, soweit ich mich richtig erinnern kann, aus dem Rathaus. Heliumballon, Flyer, Pappbecher, Mitgliederkartei. Interessant. Der verdammte Club hat nur ein Mitglied, den Vereinsgründer, meinen lieben Herrn Doppelgänger. Offenbar hat er den Sumpfling ganz schön an der Nase herumgeführt. Wie grausam. Solche schlimmen Ideen würde ich niemals haben. Nein. Ja, aber... Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ja.
Das ergibt bestimmt einen Sinn. Nur... Nein, ich weiß ihn nicht. Ja. Auf dem Flyer steht, Magie, Zubehör und Meister magische Maschinen. Jetzt neues Sortiment im Angebot. Auch Versand möglich. Terribilix der Drache. Ladenlokal an der Trollbrücke rechts. Garantiert fluchfreie Diamanten ohne rachsüchtige Vorbesitzer. So, so. So, so. Na, das hilft uns nicht. Ach, jetzt sagt Fraps wieder in die Knie. Oh, nö. Gehen wir mal ins Rathaus. Ja, das war... Also Fraps regt mich in letzter Zeit wirklich echt auf, Freunde. Ich glaube, ich werde mir das echt mal komplett deinstallieren, wieder neu installieren müssen. Das ist echt nicht normal. Ich habe eben gedacht, das wäre an meiner Festplatte, weil die ein bisschen voll war und der Windows Defender im Hintergrund lief. Und jetzt eben hat es funktioniert und jetzt sackt er schon wieder ein. Das kann doch nicht sein. Ja, bitte. Das ist auch wieder so eine Sache. Warum können wir ihn wegschicken? Dann müssen wir hier vorne irgendwas machen können, was wir jetzt nicht machen können. Ich gehe dann mal. Tja. Druckerpresse, Aktenordner, waren wir schon, Schriftrollenregal. Oder, Moment, vielleicht das Schriftrollenregal. Ja, Moment, ich kürze das mal ab. Ich... Einen Moment. Bla bla bla. Was haben wir denn da? Ein Schriftrollenregal mit Weinflaschen drin. Okay. Warum kann ich mir das... Dort ist bestimmt eine unglaublich riesige Ansammlung von muffigem Papier, unverständlichen Registern und meterdickem Staub. Also das Allerheiligste in diesem Aktentempel. Toll. Und er kommt nach vorne, ohne uns irgendetwas zu sagen. Das ist auch herrlich. Wir kommen wieder raus. So, wir waren jetzt bei Großmutter. Moment, wo ist denn meine Karte? Wir sind jetzt hier am Marktplatz. Wir waren in der Stadt. Flussufer, ja, da war nichts. Schreinerwerkstatt war ich. Holzfällerhütte war ich. Bei der Großmutter war ich. Bei der Trollbrücke war ich. Hier können wir nicht hin. Ja, am Flussufer, was soll denn... Da war doch nichts. Ja. Da ist auch immer noch nichts. Ach ja, Freunde, das macht im Moment keinen Spaß, hier Let's Plays mit Fraps zu machen. Das macht wirklich keinen Spaß. Guckt euch das an. Eine sehr kleine Bühne. Ja, das weiß ich selber, Sam. Okay, aber das bringt uns nichts. Gehen wir nochmal zur Wegeskreuzung. Vielleicht können wir nochmal mit der... Ja, genau, mit ihr hier. Was war Hackstückeln? Du schon wieder. Ich gehe schon. Boah. Können wir da von hinten so dran greifen? Da sind lauter leckere Sachen drin. Aha. Hallo, Puschelhäschen. Ist es nicht niedlich mit seinen 10 cm Krallen und Raubtierzähnen? Na, also man kann es ja auch übertreiben. Ja, aber wie kriege ich jetzt den Wolf dazu? Ist das ein Stein oder ein versteinerter Dinosaurierschädel? Egal, sieht cool aus. In diesem Loch hat mal das Killer-Karnickel residiert. Ey, das kann doch nur mit dem Wolf zusammenhängen. Wir müssen ihn überzeugen, dass er hier Rotkäppchen da spielt. Aber er will nicht. Oder Simon will nicht. Da bist du ja wieder. Wie soll ich denn nun mein Leben umkrempeln? Du könntest mich mal... Was soll das hier? Ja, es ist ja... Das war der Aushang. Von hier kommen wir. Die Haustür war, glaube ich, verschlossen. Toll! Diese Tür besitzt keine Klingel und keinen Türklopfer. Was wollten die Entwickler mir damit nur suggerieren? Eine gute Frage. Was ist hier im Knast? Ach, guck mal. Goldblöckchen.
Na, rede doch mal mit der. Du Schuft, du hast mir meine Haarnadel geklaut und bist einfach ohne mich abgehauen. Du erwartest hoffentlich nicht, dass ich dir jemals wieder helfe. Ja. Sorge für Ordnung in deiner Umwelt. Ich finde deine Haare sehr schön. Ich finde, offene Haare stehen dir sowieso viel besser. Was willst du? Ich wollte mich nur mal erkundigen, ob das war. Brauchst du zum Beispiel Wasser oder... Das ist wirklich gemütlich in deiner Zelle alles selbst eingerichtet. Du bist ja gar nicht mehr angekettet. Du hast es wirklich gemütlich in deiner Zelle. Alles selbst eingerichtet? Ach, lass mich doch in Ruhe, du Blödmann. Ach, Mann. Was willst du? Ich wollte mich nur mal erkundigen, ob du was brauchst. Zum Beispiel Wasser oder Brot. Ach, lass mich doch in Ruhe, du Blödmann. Was willst du? Du bist ja gar nicht mehr angekettet. Ja, ich habe Hafterleichterung bekommen. Ist das nicht großartig? Ich glaube, Abracadabra möchte einfach nur, dass ich näher an die Tür komme. Dann kann er besser spannen, dieser Blindfisch. Oh, ich glaube, die Besuchszeit ist um. Na toll. Was, wir können da gar nicht mehr rein? Nein, wir können gar nicht mehr in den... Die Gasse ist so dust... Ja, das hatten wir schon. So, jetzt hat Fraps wieder sich gefangen. Also, das ist echt phänomenal. Die Tonne, Moment. Nein, die Tonne solltest du dir angucken. Die da. Ich sehe nichts Besonderes. Hier vielleicht? Merkwürdig, warum fühle ich mich so beobachtet? Ich habe das Gefühl, dass mich ständig jemand angafft. Dabei bin ich hier alleine. Ja, das soll wohl ich sein. Zum Instrumentenbauer. Ach ja, den hatten wir auch noch. Ah, der Junge, bei dem man nie zu Wort kommt, weil er redet wie ein Wasserfall. Naja, dafür kannst du nichts. Das sind die Hormone in deinem Alter. Als ich so alt war wie du... Was treibt die jungen Leute eigentlich heutzutage? Besonders sinnvoll schlagt eure Zeit bestimmt nicht tot, bin ich der Meinung. Ich gehe... So, geh jetzt bitte. Ich habe weder Lust noch Zeit, mir den ganzen Tag dein Geplapper anzuhören. Auf Wiedersehen. Wer redet hier wie ein Wasserfall? Ich kann hier aber auch nichts sehen. Das muss eine Art Familienwappen sein. Ja, das hatten wir schon. An dieser Werkbank werden Musikinstrumente gebaut. Und wir können hier nichts nehmen. Der Pisspot, das ist noch ein Pisspot. Na. Mit dem Wolf kann ich nicht reden. In die Kneipe, versiffte Kneipe, in die Kneipe. In solche Kneipen? Ja. Komm, geh da mal rein. Kann er nicht sofort wieder raus? 21, 22, 23. Ja. Toll, die Kneipe hat eine Großraumtoilette. Die Pfütze reicht bis zum Schankraum. Boah. Der Kanaldeckel, da wollte er ja, glaube ich, nicht rein. Ich gehe da nicht runter. Ja. Letztes Mal, als ich in einen Kanal gesteckt wurde, bekam ich es mit großen, haarigen Riesenspinnen zu tun. Tja, das, ist nicht im Sinne des Erfinders. Freunde, die Zeit ist erreicht. Wir sehen uns gleich mit dem nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW bei 18, natürlich.